Hey, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Also schon mit dem Geschehen. Ihr habt aber nichts verpasst. Ich habe mir das jetzt schon mal ein bisschen angeschaut, wie das vielleicht mal aussehen könnte. Der Hintergrund des Ganzen ist, die Werkbank muss wieder hierher. Die mir zerstört wurde in der letzten Hordennacht, muss ich jetzt hier die, ja, zeig mal doch mal den Punkt hier, genau da müsste es eigentlich wieder hin. Ja, aber die Kisten, die konnte man nachträglich wohl da irgendwie reindrücken. Das ist auch schon eine Weile her, aber halt nicht andersrum. Also wenn die Kisten erst stehen, da läuft das nicht. Kann noch mal manuelles Setzen probieren, aber das ist irgendwie noch krampfiger, weil die jetzt die Kiste vor der Nase hat, will die das Ding nicht darunter setzen. Von daher habe ich jetzt hier an die zweite Ebene gedacht, die war ja vielleicht sogar mal geplant, das ist schon länger her. Packe ich jetzt ein paar Kisten hin, kann das erstmal alles, was da unten ist, hier hochbringen. Erstmal hier oben irgendwo einlagern. Dann kann ich die Werkbank frisch setzen. Vielleicht kommen die dann auch ein bisschen woanders hin. Machen wir erstmal hier so 3, 4. Ja, machen wir 5 Kisten für den Anfang. Die werde ich jetzt auch schon mal auf. Die erste auf jeden Fall, weil da die Munition rein soll. Aus dieser Kiste, die ist ja rappelvoll. Da habe ich ja noch diesen Ramsch hier. Ja, bei den Loot-Läufen, die man machen, kommt halt immer das Zeug mit rum. Da ich könnte es natürlich auch mal vor Ort gleich rauswerfen. Aber meist haben wir ja bei unseren Loot-Touren nie so die Zeit dafür. Werfe ich das jetzt hier raus? Liegt jetzt hier bei mir im Hinterhof. Mal sehen, wie lang. Ich hoffe, dass es irgendwann despawnt. Vielleicht so in 2 Tagen oder so. So. Aber ich brauche echt keine 20 Waffen auf Halde. Das macht gar keinen Sinn. So, Munition da rein. So, sieht da ganz gut aus. Könnte reinpassen, oder? Wenn nicht, werde ich dann halt einfach noch eine zweite Kiste anfangen. Wenn ich jetzt hier oben das wirklich mit Kisten vollpacke, kann ich mir vielleicht die dritte Upgrade-Stufe von den Kisten sparen. Mal die ein bisschen, ja, keine Ahnung, hässlich aussehen. So, letzte Munition aus der Kiste. Ah, schon voll. Kannst lang klicken. Wie gesagt, nächste Kiste. Einfach rein da. Munition ist auch noch da. Das ist gut. Kann ich die jetzt schon mal abreißen, dann schaue ich mir das nochmal mit der Werkbank an. Vielleicht sind sie ja gnädig und ich kann die Kiste stehen lassen. Werkbank. Nö. Doch. Ach, das ist ein anderer Punkt. Ja, ist doch gut. Ah, die erste Kiste musste trotzdem weg. Eisenbahn. Da müsste ich noch was auf Lager haben. Nehmen wir raus, die Nägel nehmen wir noch mit. Und Upgrade von dem Teil. So, es braucht 5 Sicherungen. Zweimal elektronisches Gerät. Also die Ausbaustufe dieser Werkbank, die braucht es jetzt endgültig. Haben wir die ganze Zeit nicht benutzen müssen, nicht gebraucht. Oh, die ist auch schon ziemlich kaputt. Die vergreifen sich an meinen Werkbänken. Bescheid. Das, was war's? Platten, ne? Und viermal Hase. 1, 2, 3, 4.
Spiel. Beziehungsweise das bearbeitete Leder, was man aus dem Hasenpelz macht. Upgrade. Genau, weil diese Upgrade-Stufe der Werkbank hier, mit den ganzen schönen technischen Spielereien hier, die brauchen wir, um für unsere Flucht die Teile herzustellen. Aber das schauen wir uns ein anderes Mal an. So, jetzt bin ich jetzt immer da hochgekraxelt. Hatte vorhin schon mal geschaut, hier die Treppe da, hier auf über die hier zu bekommen. Aber das ist nix. Die hat unten noch diese Pfeiler. Wäre nicht optimal gewesen, wenn ich hier einfach hochlaufe. Die Rampe hier rein, ich weiß nicht, geht die überhaupt? Würde gehen, aber dann müsste ich ja da runterfallen. Dann das Dreieck rein hier, wenn ich da runter würde. Und wenn ich von unten hochrenne, wird das wahrscheinlich auch nichts. Das ist wahrscheinlich mit das Schwierigste. Wie komme ich jetzt gescheit in die untere Ebene, in die obere Ebene? Ohne mir hier alles zu versperren, den ganzen Weg hier. Es geht sogar hier drüber. Ist aber da hinten im Eck dann alles ein bisschen eng. Aber die, die mechanischen, wie heißt das Ding überhaupt? Also die, ja, mechanische Werkbank, sag ich einfach mal. Könnte ich auch noch ein bisschen nach links schieben. Weil ich würde das jetzt doch, da ist der Aufgang. Dann kommen die Kisten noch hier weg. Alles nehmen. Bringe ich das auch mit hoch. Bin ich ja mal gespannt, wie das am Ende aussieht. So, in der Tierkiste sind auch die Riegel, wie ich gerade sehe. So. 40 Stück auf Lager. Die Kiste ist natürlich auch zu klein dafür. Aufwerten. Dann holen wir den Rest jetzt noch. Alles nehmen. Dann könnte ich die auch schon wegmachen. Und die Werkbank auch. Hier drücken wir jetzt nach hinten ins richtige Zweck. Hat da damals hier Platz gelassen, weil ich dachte, ich müsste hier so als Servicegang hier hinten langlaufen, aber das ist hinfällig. Macht an der Stelle jetzt wenig Sinn. Bauen wir die als erstes gleich wieder auf. Die ist hier. Drücke ich die jetzt hier hinten rein. Die snappt sogar hier hinten und bleibt blow. Frage ist halt jetzt, ob die vielleicht ein bisschen zu weit in der Hordenfalle ist und Schaden bekommt. Schau mal mit manuell, ob ich die vielleicht doch lieber wenigstens links bis zu dem Pfeiler vorhole. Machen wir das so, oder? Ja gut, ich wollte gerade sagen, kann man ja nochmal schauen, ob es noch einigermaßen logisch aussieht, aber die ist ja noch so klein jetzt. Da sieht man noch nichts. Na, die erste Upgrade-Stufe kann man auf jeden Fall mal. Obwohl, wir machen sie komplett fertig. Machen die komplett fertig. Ja, ist schon noch okay so, oder? Kann man machen. So, es ist hier viel mehr Platz. Das könnte man. Das hier, der fehlt an Holz, Baumstamm. Da hat's ja genug. Die Hobbitzen kümmern sich darum. So, Snap-Punkt. Wie das in die Werkbank reingeht, ne? Hier so seitlich ist schon die Werkbank, die schaut schon oben raus. Ich glaube, es ist mir immer noch zu eng. Hier am Vorbeilaufen. Hier hinten drin vielleicht die Getrede. Moment. Rechts rum gedreht. So rum hier. Komme ich aber nicht mehr an die Werkbank. Komme ich schon noch von hier so diagonal.
Ich mach die Decke mal aus. Oder doch hiervon? Hm. Schwierig, schwierig. Lasst mir mal eine Sekunde. Ist halt jetzt mehr Platz hier vorne in dem ganzen Bereich. Wenn es da mal wieder sich Zombies tümmeln, hier ist echt eng, wenn ich die Treppe hier hin platziere. Ich mach die jetzt mal hier hinten hin. Kann man immer noch mal umändern. Und hier würde ich nämlich jetzt so eine halbe Decke reinmachen. Die verwenden wir eh viel zu wenig. Die nicht geht. Warum nicht? Kommt hier kein Snap-Punkt. Ach, die braucht wieder einen Pfeil oder eine Auflage. Kann man doch vielleicht den Pfeil auf die Treppe packen? Er hat logischerweise genau die halbe Höhe, ist doch schön. Moment, schau erstmal nach der Werkbank da hinten. Komme ich jetzt hier rum? Ja. Ja, kann man schon noch durchgehen lassen, ist okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht schon, ob ich noch ein zweites Teil brauche, weil dann wird's blöd. So, die Zombies können alle ignoriert werden. Die Falle sollte sich darum kümmern. Kommt immer noch kein Snap. Warum nicht? Mann, hat er so einen schönen Plan? Hm. Jetzt war da was, oder? Ist zu hoch. Jetzt. Einfach von da oben nicht hinbekommen. Aber hier unten stehen hat es geklappt. Gut, kann ich jetzt hier hochlaufen zu meinen Kisten? Ist doch gut. Hier hinten kann ich schon auch noch mal was hinstellen. Aktuell habe ich da gar kein Bedürfnis, so viele Kisten zu haben. Hier ist noch mega viel Platz. Könnte ich hier eigentlich. Batterien will ich ja auch noch vergrößern. Also ich wollen ja mindestens noch zwei Stück von hier hin. Wird natürlich hier vorne auch viel zu eng, früher oder später. Zwei Stück werden am Ende auch irgendwann nicht mehr reichen. Ich kann die jetzt hier oben raufpacken. Mache ich das mit einem, mit einer halben Platte oder mit einer vollen Platte da drüben? Ist mir eigentlich alles viel zu geschlossen. Ich hätte es gerne ein bisschen offener alles. Braucht zwar wieder einen Pfeiler. Wie bekomme ich denn jetzt den Pfeiler dahin? Der war ungefähr hier vor der Batterie. Gibt da nur einen Snap-Punkt. Nehme ich den einfach mal. Pack die Platte oben drauf. Müsste ja jetzt sowas werden. Ja. Das passt schon, nur sitzt der Pfeiler eigentlich falsch. Der ist nicht da, wo eigentlich sitzen müsste. Daher bekommt die jetzt auch mehrere Snap-Punkte schon wieder hier, die Platte. Wenn ich das Teil jetzt hier abstabilisiere mit dem, weil jetzt hat man nämlich die Snap-Punkte, wenn die Platten da sind, und dem, kann ich den hier rausmachen. Raus das Ding. Und jetzt bekomme ich den richtigen Snap-Punkt auch zur Auswahl, theoretisch.
Aber ist die Perspektive halt besser mal die. So, das ist jetzt der perfekte Snap-Punkt eigentlich. Ja. Nehmen wir den. Jetzt müsste ich das hier vorne wegmachen können. So, aber hier brauche ich ja auf jeden Fall Platz zum Durchlaufen. Hätte ich den eigentlich auch weiter hinterschieben können? Für die Wissenschaft. Wollen wir es alle wissen, oder? Wenn der weiter hinter steht, manuell, aber dann trotzdem noch die Decke trägt. So, ich versuche das jetzt hier nicht zu viel Zeit zu verschwenden, aber manche Sachen interessieren mich halt dann doch. Euch vielleicht auch. Hätte ich nämlich dann mehr Platz zum Durchlaufen. Also aussehen tut's gut. Wenn es jetzt nicht einstürzt, dann hat's geklappt. Es klappt also nicht. Vielleicht habe ich es auch übertrieben mit den nach hinten schieben. Snappen an, bitte. Der will überhaupt nicht mit dem Pfeiler zusammenarbeiten, ja. Das wird wohl dann doch nichts. Schade. Halbe Decke bitte. So. Drücke es einfach mal. Ich sehe eigentlich nichts. Okay, das hat gepasst. Im Pfeil aber dahin. War es nochmal ein Such. So viel Zeit kostet es auch nicht. Probier es einfach nochmal. Das sind nicht ganz zu weit zu übertreiben. Hier hinterschieben, vielleicht auf bündig hier vorne. So. Also letztes Mal, wenn es jetzt einstürzt, dann nehmen wir den originalen Setpunkt. Hängt? Yes! Weil der muss nämlich eigentlich auch wieder weg. Sonst komme ich hier echt nicht wirklich durch, wenn hier mal wieder Action ist. Ja, ist das super. Der ist natürlich, hat jetzt eine sehr zentrale Bedeutung. Dann verpasse ich jetzt gleich mal Metall, so. Und jetzt, hätte ich gern die Batterien da oben drauf. Stellen wir nur gerade die Frage, ob ich hier noch eine Wand hätte gebraucht, um eventuellen Schaden, der von außen kommt, von den Batterien abzuhalten. Aber hier hätte ich jetzt hier 6, 7, 8 Batterien hingequetscht. Es gibt keine halbe Wand seitlich. Könnt ihr da oben die Dinger hinmachen? Ein, zwei Stück vielleicht. Habe ich den äußeren Snap-Punkt. Und manuell lässt er sich überhaupt nicht platzieren. Ach, das war jetzt. Okay, ich mach das. Genau, ich mache das jetzt so wie hier, dann bekomme ich den Snap-Punkt. Ist ein bisschen Spielerei. Nicht nur praktisch, sondern auch ein bisschen, ja, Spielerei halt. Jetzt snap ich den hier oben dran. Bitte nehmen den hier. Jetzt probiere ich den wegzumachen. Ah, das ist so geil. Ah, das Game lässt einen schon hier und da sehr viele Möglichkeiten, um irgendwas zu bauen. Da könnten sich andere echt nochmal eine Scheibe von abschneiden. Probiere ich das auch gleich nochmal hier hinten. Und vielleicht gleich nochmal in der Mitte. Probier mal mit Snappen. Da macht er jetzt das. Dazwischen ist es kurz blau, ganz kurz ist es blau in der Mitte, aber er gibt mir den nicht. Freiwillig zumindest nicht. Ist blöd, aber es ist machbar. So. Snappen an.
Passt hin. Jetzt müssen sie bloß noch hängen bleiben, wenn ich das wieder wegreiße hier unten. Obwohl ich den hinteren vielleicht. Den hinteren lasse ich. Der gibt mir nochmal Support für die Platte. Weil die zwei Platten hängen jetzt ja nur an dem einen Stempel hier. Der stört mich ja hinten im Magnet. Upgrade. Und auch gleich die Dinger hier. Muss eh alles dann auf jeden Fall auf mindestens Stein bringen. So, dann würde ich dann hier oben die Batterien hinpacken. Ich mache jetzt mal die drei Dinger noch auf Stein. Kann ich ja an dem Contest teilnehmen, oder? Schönste Base. Es wird schon. Also mir gefällt's. Das Problem ist jetzt nur, die Batterien zu installieren. Ich komme da jetzt nicht hin. Ja. Okay. Ich will mindestens um zwei Batterien aufstufen, die ganze Geschichte. Das heißt, ich brauche nochmal vier von den Batterien. Vier Stück. So, der kann ruhig da ein bisschen rumschreien, was er da alles spawnt, kann in der Falle sterben, so ist es. Ah, das ist halt das Problem, ich komme jetzt nicht so einfach dahin, ne? Könnte mir aber zumindest während der Bauphase. Was dahin bauen, oder? So, mal geschaut. Batterie, hier ist sie. Die snappt so, wollte gerade sagen, so blöd im Boden, aber hier gibt es eine Stelle, wo sie draußen steht. Aber sparsamer wäre natürlich hier. Das ist halt nicht die sparsamste Position, ne? Warum snappt die in der einen Position so, dass die mit den Füßen steht und hier nicht manuell setzen? Wollte ich eigentlich nicht machen, aber so ist es halt jetzt. Ne? Ich werde mich wieder dann ärgern am Ende. Es wird wieder darauf hinauslaufen, wenn ich die anschließen will, dass ich halt nicht rankomme. So. Aber jetzt müsste ich ja auch dann einen Snap-Punkt haben, oder? Von dieser Batterie. Ich wechsle mal gerade. Genau. Es passen vier hier drauf. Vielleicht sogar noch ein bisschen sparsamer wie gedacht. Wo kommt denn jetzt dieser Snap-Punkt her? Gut, das Problem ist halt jetzt mit dem Strom, ne? Das ist halt jetzt schon voll. Ich wollte ja auf jeden Fall drei erstmal haben für die erste Anlage. Ich mach mal noch eine oder noch zwei. So wie es aussieht, wird es nur eine. Vorerst zumindest. Weil man kann den Strom ja transferieren von der vollen Batterie unten. So, jetzt muss ich mal sehen, was das hier für ein Snap-Punkt war. Der hier. Kann man jede zweite setzen, oder wie? Kann jede zweite setzen. Das ist nicht schlecht. Weil ich wollte wieder von links nach rechts anklemmen und nicht andersrum. Weil das eh schon ein bisschen verwirrend manchmal ist mit 5000 Kabel. Schaue ich mir das mal an. Ja, das ist jede zweite Batterie im Snap. Das ist doch schön. Das ist gut. Na, stehe jetzt auch nochmal weg. Pack die hier hin. Und dann kann ich doch mit denen schon mal anfangen, mit den zweien.
den ersten Stromkreis, den Strom hierher zu bringen. Das hänge ich hier drin. Das wäre doch was, oder? So, Kabelzange in die Hand. Und zwar ist ja jetzt hier der Ausgang. Läuft ja normalerweise zu dem Schalter und zu der Anlage. Und der Ausgang kommt jetzt einfach mal. 1, 2, 3, 4 Windräder. Hier rein. Jetzt hat man hier einen neuen Ausgang. Hier ran. Jetzt müssten die zwei Batterien den Strom ziehen von dem Komplex da. Nur brauchen die halt auch das Upgrade-Stufenzeugs noch. Ach du Schande. Ich will ja auf 6 Batterien erhöhen, also brauche ich zweimal die Platte, zweimal den Transformator und dann noch ganz viele Kupferdrähte. Kupferdrähte, nix. Kupferbarren. Wo ist mein Kupfer? Verstehe gerade nicht, wo mein Kupfer hin ist. Hatte ich so wenig. Das gerade mal gereicht hat für 3 Batterien Stufe 1. Habe ich das mit rausgeworfen irgendwo? Vielleicht auch blind. Ich nehme das mal hier raus. Ich dachte, wir wären so reich an Kupfer. Ach, die Werkbank hat auch schon mal einiges weggedrückt. Na gut, das waren jetzt nur 7 Stück, ne? Vielleicht liegt es irgendwo. Ich finde es dann noch. Hoffe ich einfach mal. Weil das ist ja gar nichts, was ich jetzt hier habe. Moment, machen wir mal 5. Gehen wir gleich mal den Weg jetzt zu dieser Werkbank hier hinter. Ja, okay, das geht so halbwegs. Ich bräuchte das Teil, das verbraucht 5. Die Platte auch. Ich muss jetzt mal in die Kisten schauen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wo jetzt das ganze Kupfer hin sein soll. Alles schon verarbeitet. Also ich muss dann doch erst die Batterien hier unten abbauen und umbauen. Die oben sind jetzt voll. Ich baue die erste hier ab, die ist ja im Prinzip, kann man sagen, leer. Moment, 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 Moment. Ich spiele schon wieder Kupfer ein. Ich muss die Kabel von den Windrädern wegmachen. Dreimal. Dann das Kabel kappen hier rüber zu der anderen Batterie. Was ist das jetzt noch für ein blau schräg hochlaufendes Kabel? Ach, ist wahrscheinlich ein Windrad, was kaputt ist. Okay, jetzt. Kabel gerettet. Ausnahmsweise mal. Meistens verliere ich die immer durch so Aktionen. So. Das heißt, ich müsste jetzt hier ein Upgrade machen können. Und hier fehlt halt, ja, das letzte Kupfer. So, kann ich noch so oft hier reinschauen, es ist einfach keins mehr da, so wie es aussieht. Das heißt, ich zerlege jetzt mal die zwei Batterien wieder. Hätte ich das auch in der anderen Werkbank machen können. Stecke auch erstmal Puh, schwierig, schwierig, schwierig. Diese alle. Nee. Einen nur noch. Kann ich jetzt noch ein Upgrade bauen? Moment, hier.
Die Platte, es fehlt immer noch ein Born. Okay. Ich zerleg mal so einen Motor, der ist wahrscheinlich draußen von der Schneidfalle. Aber so ist es halt jetzt. Ich möchte jetzt mit den Batterien jetzt zu Ende bringen. Die Folge, die rast hier so vor sich hin. Das ist Wahnsinn. Vielleicht hätte ich den Strom auch gar nicht versuchen müssen zu retten, so und einfach abreißen. Es ist noch früh am Tag, ja wohl. So, und jetzt müsste ich das eigentlich hier mit Vollgas da hoch transferieren. Das heißt, ich bräuchte es dann auch bei diesen. Genau. Da könnte ich es auf jeden Fall schon mal verbinden, während die andere da noch transferiert. So, hier. Oben weg. Die reiße ich einfach ab. Ich verzichte jetzt auf eine Ladung von der Batterie. Und ziehe die jetzt nach oben ran. So, als Eingang machen wir das mal daran. Die gibt jetzt den Strom da hoch. Genau, so ist es richtig. So, und das heißt, wir reißen die jetzt ab. Egal, ob da jetzt Strom drin ist oder nicht. Die andere, wie sieht die aus? Füllt sich langsam, oder? Ach, die ist jetzt leer schon. Okay. Reiße ich die auch ab. Kann weitergehen. Das ist super. Das Verlegen der Batterien, dass es jetzt so viel Zeit kostet. Wahnsinn. So. Jetzt habe ich quasi dann hier Platz für 5 und hier für 4. 5 für den einen Stromkreis und 4 für den anderen. Könnte ich auch hier rausgehen und dann hätte ich 5, 5. Könnte man auch machen. So, das heißt, ich brauche jetzt hier die Upgrade-Stufe. Hier auch. Dann klemme ich hier jetzt erstmal die Windräder an. Für die schweren Fallen. Für die Haubitzen. Das sind die hier. Angeklemmt. Nehme das Blech mit. So, mach das jetzt hier ran. Die unten ist leer. Die klemme ich jetzt wieder ab. Wird alles transferiert, was ging. Ernsthaft? Hat die echt alles transferiert? Wo ist denn der ganze Strom hin jetzt? Ist das auch eine Stufe 1 Batterie? Es ist eine Stufe 1 Batterie. Ich habe das verwechselt. Ach du Schreck. Daher ist das Kupfer alles weg. Oh Mann. Wann wird das denn merken, ne? Dass er die falschen Batterien upgradet. So. Die eine lasse ich jetzt hier auf Ausbaustufe. Oh, ist die normale noch dahin? Die kann man dann später noch ein Upgrade drauf machen. Jetzt kann ich das wenigstens dann erstmal final anbinden. Weil hier den Ausgang, Eingang, Ausgang und das muss jetzt zu dem Schalter wieder gehen. Für unsere schweren Fallen. So, das Ding hängt schon mal. Das ist gut. Ich dachte, die wären schon auf Ausbaustufe 2, aber okay. Man sieht es ja eigentlich auch, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ne? So. Weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt mache. Der ganze Kupfer ist ja dann einfach weg. Upgrade. Ich mache jetzt den Upgrade hier drauf.
Und verbinde jetzt hier Ausgang, Eingang, Ausgang, Eingang, irgendwas ist falsch, das wollte nicht, kann ich wieder alle Kabel wieder haben, hängt jetzt nichts mehr dran, oder? Okay, hier ist der Ausgang der Batterie, sollen die rein, zack, der Ausgang der mittleren Batterie, sollen die rein, zack. Und der Ausgang von dieser Batterie soll in den Schalter. So. Das klappt. Genau. Jetzt muss ich aber noch die Windräder holen. Oh Mann, es ist ein ewiger Umbau. Wie die Batterien unten stehen lassen sollen. Kostet mich hier einen halben Tag. So. Windrad 1. Die zwei noch mitgenommen. Zack, zack, zack. Treppe ist schon gar nicht schlecht, das passt schon alles so. So, noch einmal laufen. Dann sind die Windräder wieder dran und der ganzen Geschichte hier. So, das auch reparieren. Und Kabel mitnehmen. Oh, Fallschaden. Gut, dass ich das Kabel noch in der Hand behält und nicht fallen lässt. Oh, Schmerz. So. Das steht, das stimmt. Das haben wir jetzt aufgerüstet auf drei Batterien. Vorher waren es nur zwei. Hier gab es jetzt keine Aufrüstung. Ich kann mir jetzt auch nichts mehr leisten. Ich habe das jetzt so verheizt, das Kupfer. Ist ja echt übel. Ich habe keinen Zement mehr, um das abzugraden. Okay. Ich vermisse irgendwie immer wieder Material, oder? Wo ist denn das ganze Material, um Zement herzustellen? Das ist ja nicht der Felsbrocken, das ist ja der Kalkstein gewesen. Habe ich den Kalkstein komplett verbraucht? Da muss ich jetzt Steine klopfen gehen. Wo ja noch nichts vorbereitet ist, noch nichts fertig ist. Okay. Wie lustig. Dann werde ich das jetzt vielleicht tun müssen. Ein bisschen Platz habe ich aber nicht genug. Das ist natürlich in meinem Zeitplan kein Stück mit drin gewesen. Dass ich mich erstens verbaue mit dieser Batterie. Und dann zweitens noch Steine klopfen gehen muss. Mal das speziellere Zeug lasse ich jetzt mal hier so da drin. Habe ich ein bisschen Platz zum Steineklopfen. Okay. Ja, ich würde sagen, noch ein bisschen chaotischer wie sonst. Aber was soll es, ne? Also, geh jetzt ein paar Steine klopfen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei werdet bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Liken und abonnieren nicht vergessen, wie immer. Und ja, dann wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.